Was geht ab, Freunde? René von viel FIFA an Gaming TV hier und herzlich willkommen zu unserem ersten FIFA 14 Video von der Gamescom 2013. Ja, meine lieben Freunde, wen seht ihr da im Hintergrund? Mich und KSI. Ich habe KSI OLEGIDBT auf der Gamescom getroffen. Richtig geil, richtig cooler Typ. Ja, und am Anfang des Videos wollte ich euch erstmal die Umgebung zeigen. Also so sah das Ganze ungefähr dort aus. Es gab mehrere Fernseher, an denen man FIFA 14 auf der PS3, Xbox 360 und anschließend sogar auf der Xbox One zocken konnte. Also es gab echt richtig viele Fernseher, viel besser als letztes Jahr. Hier seht ihr auch nochmal einen kurzen Ausschnitt. Und in dem Video wollte ich euch natürlich meinen ersten Eindruck zu FIFA 14 vermitteln, wie sich das Spiel überhaupt spielen lässt, was neu ist, was sich verändert hat, was neu dazugekommen ist. All sowas wollte ich euch in dem Video hier erklären. Ja, und hier seht ihr direkt erstmal, wie die Demo überhaupt startet. Erstmal ein kurzer Ausschnitt von EA Sports. Wie gewohnt der Spruch, EA Sports, it's in a game. Natürlich, wie gewohnt der Spruch. Ja, und dann drücken wir auch erstmal hier direkt die Starttaste und gucken uns mal an, was sich hier so verändert hat. Also erstmal, wie gewohnt, wählt man hier sein Player-Profil aus. Dann natürlich die Schwierigkeitsstufe, die Controller-Einstellung. Und hier kommen wir auch schon direkt zur ersten Erneuerung des Spiels. Wir sehen hier die Aufbaugeschwindigkeit eines Teams. Das bedeutet, wie schnell sich das Team von hinten aus aufbaut. Zum Beispiel der BVB ist eine Mannschaft, die sich von hinten aus schnell aufbaut und somit kommen sehr viele Konter und schnelle Passzüge zustande. Und hier sehen wir auch schon direkt das Menü von FIFA 14. Meiner Meinung nach richtig gelungen. Ist mal endlich mal ein optisches, richtig geiles Design und hebt sich natürlich auch von den ganzen Teilen davor ab, wie FIFA 12, FIFA 13. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Hier kommen wir auch schon direkt zu den Teams von FIFA 14, die in der Demo vorhanden sind. Das sind Dortmund, Barcelona, AC Mailand, Paris, New York Red Bulls, Boca Juniors, Manchester City und Tottenham Hotspurs. Und hier kommen wir auch schon direkt zur nächsten Erweiterung von FIFA 14. Das sind neue Skillgames, wie ihr hier sehen könnt. Sieht auf jeden Fall richtig lustig aus mit den ganzen Tetris-Figuren. Hier nochmal das zweite Spiel, wo man die kleinen Tore da hinten treffen muss und kleine Hindernisse auf dem Weg sind. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus und macht auch sehr viel Spaß. Dann beginnen wir auch schon direkt mit dem Hauptvideo. Also, hier im Hintergrund seht ihr erstmal das FIFA 14 Gameplay aus der Gamescom, was ich nebenbei laufen lassen werde. Ich war FC Barcelona und Philipp Paris Saint-Germain. Wir hatten leider keine Elgato oder ADPVR zur Verfügung, daher mussten wir das Ganze mit dem Handy aufnehmen. Aber ich denke, da wird man auch einiges erkennen und das wird jetzt nicht so schlimm sein, außer die Perücken, die da sein werden. Man konnte ja nicht die ganze Zeit stillhalten. Ja, und dann beginnen wir auch direkt mit dem Video. Also, viele fragen sich bestimmt, wie ist das Skillen in dem Spiel, was hat sich verändert und wie lässt sich das Spiel überhaupt spielen? Ja, wir fangen auch mal direkt an. Also, neue Skills gibt es leider nicht. Also, das ist echt eine richtig traurige Nachricht. Mir ist kein einziger neuer Skill in dem Spiel aufgefallen. Bis auf einen einziger, den ich irgendwie zufällig gemacht habe. Den lasse ich euch jetzt mal hier einblenden. Könnt ihr euch mal angucken. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Hat Ronaldo, glaube ich, damals mal gemacht. Hier könnt ihr euch das Ganze nochmal in Zeitlupe ansehen. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Trick, aber ich glaube, ich habe den irgendwie zufällig mit L1 gemacht. Also ihr kennt ja dieses Standdribbling mit L1 und da hat er, glaube ich, irgendwie aus Zufall diesen Trick gemacht. Also ich glaube nicht, dass ich dabei L2 gedrückt habe, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wird auch EA in der Vollversion ein paar neue Tricks hinzufügen, weil das geht ja mal gar nicht hier. Gar keine Tricks hinzuzufügen. Es war bisher in jedem neuen FIFA immer mindestens 2-3 neue Tricks dabei. Und wenn jetzt einfach mal gar kein Trick mehr dabei wäre, das würde einfach mal gar nicht gehen. Besonders auch für die Skiller, ne? Also, das geht ja mal ganz und gar nicht. Dann kommen wir auch zum neuen Feature, was viele von euch bestimmt auch kennen. Das ist auch ziemlich schade für die Skiller, dass das Skillen leider nicht mehr mit L2 funktioniert, sondern nur mit dem rechten Analogstick. Die Tricks mit L2, die gehen nur noch zum Beispiel hier der Rabona Fake oder der Waka Waka. Die Tricks kann man jetzt nur noch mit L2 machen und die ganzen anderen wie Magidi Spin, Elastico, Übersteiger, Berber Spin, die gehen alle nur noch mit dem rechten Analogstick. Das ist irgendwie total komisch. Also ich habe es auf der Gamescom eigentlich überhaupt nicht hingekriegt, hier ohne L2 zu skillen, weil man drückt den Knopf eigentlich aus Gewohnheit die ganze Zeit, weil die ganzen Jahre war einfach immer das Skillen mit L2 und jetzt machen die das Ganze auf einmal ohne L2 angewiesen. Ist total komisch für die Skiller, da muss man sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Ja, hier sehen wir auch schon direkt einen Schuss im Hintergrund. Die ganzen Knuckleballs und so, die kamen bisher noch nicht so zur Geltung, fand ich. Einmal hatten wir einen richtig geilen Longshot gehabt, da ist der Ball auch ein bisschen, sagen wir mal, rumgeflattert, so wie die Schüsse von Ronaldo. Das war, glaube ich, mal ein Distanzschuss von Zlatan Ibrahimovic. Grafisch ist mir ehrlich gesagt nichts aufgefallen, also die Grafik ist nicht besser geworden oder sonst was. Ich glaube, die Xbox und die PS3 haben da auch schon ihr Limit erreicht, deshalb kommen ja auch jetzt die neuen Konsolen raus. Ja, und dann als nächstes, was auch richtig geil ist, wenn man jetzt eine Schussfinte macht, dann rutschen die Spieler so weg. Also ist jetzt zwar nicht geil, aber es ist natürlich viel, viel realistischer, weil man kann jetzt nicht eine Schussfinte machen und dann direkt das gleiche Tempo beibehalten. Und somit ist es viel realistischer, wenn ein Spieler eine Schusstäuschung macht, dass er dann da ein bisschen wegrutscht und so. Manchmal ist auch der Spieler bei mir auf die Fresse hingeflogen, also ist alles sehr realistisch. Nur das muss EA auch gut umarbeiten, weil wenn da auf einmal ein Spieler auf die Fresse fliegt und dann kassiert man deswegen ein Tor, dann ärgert man sich bestimmt leicht. Ja. Dann auf jeden Fall, was noch richtig geil ist, wenn man sich jetzt den Ball, also man kriegt einen Pass und lässt den dann mit R1 durch oder RB,
dann sieht das jetzt auf jeden Fall auch viel, viel besser aus. Das sieht jetzt auf jeden Fall viel flüssiger aus und nicht mehr so, so komisch macht er die Beine auf, sondern er nimmt den Ball aus vollem Lauf dann auch richtig geil mit. Das sieht auf jeden Fall auch richtig geil aus. Was mir sonst noch positiv aufgefallen ist, sind die realistischen Spielerbewegungen. Das bedeutet, wenn jetzt ein Spieler einen Ball direkt aus dem Lauf annimmt, sieht das Ganze auch schon viel, viel besser aus, wie jetzt hier zum Beispiel. Oder auch die ganzen schnellen Umdrehungen sind mir auch positiv aufgefallen. Hier zum Beispiel sehen wir Neymar mit dem schönen Rabona-Fake. Jetzt zieht er mal mit dem Berber-Spin rein, geht auf den nächsten zu mit dem Roulette, schießt drauf und da ist das Tor. Ja, passt doch irgendwie auf Schmidts Katze hier das Commentary gerade mit Neymar. Schönes Tor. Kommen wir aber nochmal zurück zu den Spielerbewegungen, Freunde. Dadurch, dass sich jetzt die Spieler viel, viel realistischer bewegen, drehen und so weiter, ist das Spiel dadurch auch viel, viel langsamer geworden. Das merkt ihr aber erst, wenn ihr das Spiel selber spielt. Ich glaube, dass man es jetzt nicht so sehen wird, wenn man jetzt das Video hier anschaut. Aber wenn ihr selber die Demo mal spielen werdet, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Nämlich, wenn man jetzt versucht, hier zu drehen oder jetzt mal den Ball hier versucht, mal direkt mitzunehmen und so weiter, merkt man, dass das Ganze viel, viel langsamer geworden ist. Außer natürlich bei Lionel Messi. Der umdreht sich natürlich hier zack, zack. Das geht von einer Sekunde auf die andere. Ja, da haben wir ihn auch direkt, Lionel Messi. Wenn man hier vom Teufel spricht, dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten neuen Feature. Das sind die neuen Torjubel. Ist jetzt kein wirkliches neues Feature. Aber wenn ihr den Trailer gesehen habt, habt ihr gesehen, dass es jetzt ein Torjubel namens, wo man da so diese Welle machen kann. So eine Welle. Ja, und dann gibt es noch einen neuen Torjubel. Das ist so ein Pantomime-Torjubel. Da macht der Spieler, stellt er sich so, als ob vor ihm eine Glasscheibe wäre und macht dann also Faxen. Das ist auf jeden Fall richtig lustig. Oder er springt seinem Mitspieler in die Arme und dann dreht er sich da im Kreis. Also sind auf jeden Fall ein paar neue Torjubel dabei. Und dann auf jeden Fall jetzt noch ein richtig geiler Witz, Freunde, ne? Ich gehe so auf AC Mailand, will so auf Rubini und El Shaarawy gehen und gucken, ob die beide hier, oder ob El Shaarawy besser gesagt 5 Sterne mal bekommen hat. Dann gehe ich da drauf und El Shaarawy hat 3 Sterne. Und dann gehe ich auf Rubini drauf, der hat auch 3 Sterne. Also, da ist mir echt ein Apfel vom Stamm gefallen hier. Ey, das gibt's doch nicht. Rubini und El Shaarawy beide 3 Sterne. Ich glaube, der hat EA einen gewaltigen Fehler in der Demo gemacht. Der muss auf jeden Fall schnellstenfalls in der Vollversion behoben werden. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt, der mir aufgefallen ist. Das ist das Content Defending. Ihr kennt das ja alle, wenn ihr versucht, den Gegner mit X oder auf der Xbox den A-Knopf zu verteidigen, dann stellt man ja sozusagen den Gegner zu. Aber wenn man jetzt den X oder A-Knopf drückt, dann geht das nicht mehr so ganz. Man muss auch vieles jetzt selbst machen mit dem linken Analogstick. Man kann nicht einfach jetzt nur X oder A drücken und man stellt den Gegner dann sozusagen. Das hat EA, finde ich, sehr gut gemacht, weil dadurch kamen die Skiller mehr Möglichkeiten vorbeizukommen und man braucht jetzt nicht immer nur einen Knopf zu drücken, um den Gegner da so zuzustellen. Das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Was mir sonst noch aufgefallen ist, sind jetzt die neuen Spielergesichter hier, wie zum Beispiel von El Shaarawy. Der hat jetzt eine richtig geile Frisur, wie auch in echt. Oder auch Zlatan Ibrahimovic, der sieht auch realistischer aus. Dann würde ich mal sagen, sind wir auch am Ende des Videos angekommen, Freunde. Ich habe euch jetzt alles erzählt, was mir an FIFA 14 positiv als auch negativ aufgefallen ist, was sich hier so verändert hat. Ich habe heute richtig viel Stress gehabt. Ich bin extra von der Gamescom direkt nach Hause gekommen, habe mich direkt für euch an das Video gesetzt, damit ihr auch einmal alle sehen könnt, die nicht auf der Gamescom sind, wie sich FIFA 14 spielen lässt und so weiter. Wenn wir 1000 Likes auf dieses Video erreichen würden, das würde mich richtig freuen, denn dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich meine Arbeit gut gemacht habe für euch. Ja, meine lieben Freunde, das war's auch von dem Video. In den nächsten Tagen werden, denke ich mal, auch ein paar weitere FIFA 14 Videos kommen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.